Moinsen allerseits. Schon ein bisschen komisch, wenn ich am... Oh, warte mal ganz kurz. Ich sollte vielleicht das Bild auch bei mir größer machen, ne? Schon ein bisschen komisch, wenn ich dann auf einmal... spontan mitten in der Woche stream. Habe ich jetzt einfach mal dazu mich entschieden. Weil ich habe mir halt gedacht... Einerseits sind ja schon so oft irgendwelche Streams ausgefallen. Da kann das auch mal nicht schaden, dass ich mal irgendwann einfach mal einen Stream so mache. Und... Was war das gerade noch? Verdammt, ich hab's wieder vergessen. Stimmt, ist ja Feiertag. Ist ja ein Feiertag. Eventuell hätte ich vielleicht auch gestern gemacht, aber... klappt ja nicht wirklich. Ach, hier ist ja doch noch irgendjemand. Okay. Kann aber sein, dass ich nur jetzt das hier machen werde. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauern wird. Ich denke mal... Allein jetzt die Quest hier weiterzumachen oder überhaupt erstmal anzufangen, wohlgemerkt, ne? Wird bestimmt schon lang genug dauern, dass ich dann am Ende einige Stunden habe. Warum ist hier niemand? Außer dieser komische Vogel da hinten, der Maiden sucht. Und sie hier. Kann man damit Sachen zerschlagen? Weil ich meine, ist ja ein großer Bumerang, also... Sollte gehen, oder? Oh. Keine Vorkommnisse. Hm? Oh. Was? Ein Boy? Bist du hier, um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns, Gerudo. Es tut mir leid, aber kein Boy darf dieses Tor passieren. V, nicht B. Beiß dir bei der Aussprache nicht... Beiß dir bei der Aussprache leicht auf die Lippen. Boy. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich das schon erklären musste, seit ich wache bin. Boy bedeutet in unserer Sprache Mann. Es ist Gesetz bei uns, dass wir bis zu einem bestimmten Alter nicht mit Boy in Kontakt treten. Was ist da draußen los? Ist etwas passiert? Oh. Tja, hier ist ein Voi. Was? Ein Voi? Ah. Kein Grund zur Sorge. Es ist nur ein kleiner Voi, der nicht mal bis an die Gucklöcher reicht, durch die wir reden. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Na? Eigentlich dürfen Voi Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Aber wir befinden uns gerade im Ausnahmezustand. Ja, habe ich gemerkt, hier ist ziemlich windig alles und sehr viel Sand. Und vor allen Dingen irgendwelche komischen Untoten leben hier. Oh. Solange du dich der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zudrücken. Wenn du Schutz vor dem Sandsturm suchst, kannst du dich in einem der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Oh, okay. Ist aber auch schon klar, dass ich einfach hier... klettern kann, ne? Hi, wie geht's denn so? Hallo? Ist da jemand drin? Ah, und nu? Warte mal. Ah, schade, das kann ich nicht machen. Oh. Das hier ist die Untergrundstadt. Es ist egal, wie oft du herkommst. Ich öffne dieses Tor nicht für einen Voi. Außerdem muss ich immer wieder durch dieses Guckloch schauen, ob drin alles in Ordnung ist. Wie du siehst, bin ich also beschäftigt. Ich kann immer noch fragen, Voi, Boy. Hm? Habe ich dir das nicht schon mal erklärt? Hast du es etwa wieder vergessen? Okay. Ah. Oh. Lass mich raten. Oben in den Häusern finde ich irgendwo Klamotten. Und kann mich dann als Frau wieder ausgeben. Eine Standard hilft auch, wenn ich die mit Feuer angreife, richtig? Geht das? Na, war ja klar.
Kann das sein, dass man die nur für einige Treffer? Oder anders gesagt. Kann das sein, dass diese Versteinerung oder ähnliches nur für einige Treffer anhält und dann weg ist? Aber das sah nämlich gerade so danach aus. Nachricht des Reparaturdienst, Abdeckung des Lochs im Fußboden. Beschaffung der richtigen Baumaterialien äußerst problematisch. Loch im Boden daher mit einer Steinplatte abgedeckt. Wo? Hier? Ah, hier. Jetzt sag mir nicht, dass hier ist ein Zugang zu der Untergrundstadt. Ist das eine Flaschenpost? Ich habe dich gefunden. Leser dieses Briefs, du bist der Voi der Stunde. Und ich bin deine Vai. Beeil dich und rette mich aus dieser Welt, in der ich gefangen bin. Ich werde dir weiter meine Liebe senden, damit du mich bald findest. Alles wird gut, denn bald sehen wir uns. Das Schicksal will es so. Gezeichnet Caliban. Caliban? Warum sagt der Name mir was? Wahrscheinlich, weil ich ihn schon irgendwo anders mal gehört habe. Kann das sein? Das ist derselbe Text. Woher hat die Person all die ganzen Flaschen? All das ganze Pfand, was mal eben hier den Fluss runtergespült wird. Okay, geht nicht kaputt. Was haben wir dann? Gar nichts. Super. Finde ich hier irgendwo einen Stein? Das ist ja schön, dass ich hier was haben soll zum kaputt machen, aber... Na gut, dann bleibt dann wohl nichts anderes übrig als den hier. Will ich zwar eigentlich nicht, aber naja. Oh, hey. Weißt du, was irgendwie nervig ist, wenn jedes Mal Feiertage oder irgendwelche bestimmten Zeiträume sind, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Weihnachten oder Silvester. Und man ist ja auch ein Feiertag. Du hast in der Glotze nur Scheiße laufen, ne? Immer gibt's dann quasi den Sendeplan Z. B will ich gar nicht erst sagen, weil von B kann man ja gar nicht reden. Du hast immer nur Sendeplan Z dann auf einmal. Und da läuft dann halt... Und wo ich sagen, wollen wir jetzt zum Beispiel, ein Boomerang mit einem Felsen am Ende. Sagen wir mal zum Beispiel jetzt auf Pro7 Max. Da läuft jetzt scheinbar fast den gesamten Tag Simpsons.
Also falls man irgendwas ganz Bestimmtes sich angucken wollte, kann man heute vergessen, weil... Simpsons, yeah, Sendeplan Z. Muss wieder an Tagesordnung sein. Okay, ich habe jetzt eine Abkürzung. Mehr oder weniger. Oder auch nicht. Ist da oben noch was? Wobei besonders nervig ist es dann, wenn irgendwelche Sachen wie zum Beispiel, sagen wir mal, Ostern, Weihnachten oder Silvester ist. Da hast du dann, je nachdem, immer wieder dieselben Sachen, die dann in der Glotze laufen. Vor allen Dingen, okay, ging nur einmal im Kreis. Vor allen Dingen zu Weihnachten. Da hast du dann gegebenenfalls immer wieder dieselben Filme oder Sendungen. Die sind mittlerweile schon so alt, der Weihnachtsmann, der dann irgendwo dann da drin spielt, falls da so ein Film ist oder so ähnlich, der hat wahrscheinlich mittlerweile einen doppelten Bart. Einen echten und einmal den unechten. Weil so alt wie der Film mittlerweile ist. Hm? Ah, okay. Ist das nicht hier von den Crocs? Warum sehe ich das hier? Soll ich irgendwas ganz Bestimmtes machen oder was? Keine Ahnung, warum das hier ist. Oder Silvester. Silvester ist auch immer irgendwie so ein Zeitraum, wo einfach nur Mist läuft, ne? Also, wo quasi gesagt wird, wo wahrscheinlich dann gesagt wird bei den TV-Studios, da wird wahrscheinlich gesagt dann quasi, ja, hey, was sollen wir eigentlich zu Silvester senden? Keine Ahnung, hau irgendeine Scheiße raus. Falls du da irgendwo noch auch Silvester gerade in dem Film hast, ja, hey, nice, super. Bonuspunkte. Weil da läuft halt auch immer derselbe Mist oder einfach irgendein random Zeugs läuft dann auf einmal. Da merkt man einerseits quasi, es wird gar nicht mehr großartig irgendwas in der Richtung produziert, damit dann quasi mal was anderes da ist. Was irgendwie auch wieder schade eigentlich ist, auf eine Art. Aber auf der anderen Seite, ja, da lohnt sich dann irgendwie überhaupt dann gar nicht zu gucken, was, ne? Weil du kennst ja eh den ganzen Mist. Soll ich das Seil hochklettern? Kann ich das überhaupt anpacken? Scheinbar nicht. Oh! Ups, ich glaube, ich habe da euren Krug kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt kriegt ihr kein Wasser mehr. Beachtet mal überhaupt nicht den Typen, der da zur Hälfte aus dem Boden ragt. No? Ein Voi, hier ist ein Voi, haltet ihn. Hä? Was? Wo? Warum gucke ich mich denn um? Vor allem, warum gucke ich nach oben? Kein Zutritt für Voi. Kehre auf der Stelle um. Oh. Halt. Bila, Kommandantin der Gerudo-Wache. Lange nicht gesehen, Ritter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis der Königin, die Stadt zu betreten und ihre Einrichtung zu nutzen. Sagt es allen weiter. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert? Ja, also ich habe da Zelda gesehen und dann so einen komischen Typen mit komischen roten leuchtenden Tattoos und ja, jetzt ist hier alles weg. Was? Die Prinzessin von Hyrule wird vermisst? Wir haben Gerüchte wegen Schloss Hyrule gehört, aber das ist weitaus schlimmer als gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm hergeschafft hast.
Vor einer Weile kam plötzlich dieser Sandsturm auf. Wir wollten ihn näher untersuchen, aber... Er brachte Schwärme von Gyptos mit sich und wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Doch sie sind uns gefolgt, daher mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Als Beschützerin dieser Stadt lastet diese Schmach schwer auf mir. Ich würde dir gern bei der Suche nach der Prinzessin helfen, aber jetzt ist keine gute Zeit dafür. Es tut mir leid. Königin Riju versucht gerade, die Kraft zu erlangen, mit der sie uns aus dieser Lage befreien kann. Okay. Ich kann dir die Kraft geben. Warte mal, die ist gerade hinter dir und, schräg links von dir, hinter dir. Wenn man die Blobs da hinten auch noch mit dazu nimmt, dann hast du da quasi auch nochmal drei, theoretisch 9 Blobs, die du verwenden kannst. Du brauchst nämlich nichts weiter als wahrscheinlich eine Fackel. Die sind ja nicht immun gegen Feuer. Was war das noch? Feuer, Blitz und Licht? War das Blitz? Ich weiß nicht mehr genau. Kann sein. Wenn du die Königin suchst, solltest du es in den Ruinen im Norden versuchen. Ruinen im Norden? Okay, ich soll dann hier raus. Und du hast eine Quest, wie ich gerade gesehen habe. Ist sie ein Kind? Die Chefin, wo ist sie nur hin? Oh, du bist der Gast der Königin. Das ist also ein Voi. Sein Kopf müsste so um die... und sein Halsumfang ungefähr... bei seinen Ohren tippe ich auf. Oh, Entschuldigung. Ich habe zuvor noch nie einen Voi gesehen. Also habe ich versucht, deine Maße zu schätzen. Naja, ich bin halt auch eher so die Zwergenversion von denen, was man wahrscheinlich so erwarten könnte. Warum ich das gemacht habe? Ich stelle Schmuck her und da ist es wichtig, dass er richtig passt. Ich bin Kara und habe nur selten die Gelegenheit, etwas für Voi anzufertigen. Wenn du möchtest, werde ich also mein Bestes geben, ein paar schöne Stücke für dich zu zaubern. Wenn die Chefin hier wäre, hätte sie dir wahrscheinlich alles Mögliche anfertigen können. Aber sie ist auf der Suche nach Materialien für ihre Schmuckstücke gegangen und bisher nicht zurückgekommen. Zurückgekehrt, egal. Sie war guter Dinge und wollte in der Gegend rund um die Torma-Dünen auf die Suche gehen. Aber die Gegend dort ist Moldora-Gebiet, also ziemlich gefährlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die verschwundene Besitzerin. Okay. Kann ich dir vielleicht behilflich sein? Die Chefin ist zwar nicht da, aber ich werde dir helfen, so gut ich kann. Wir sind der beste Laden für Schmuck in ganz Hyrule, meines Wissens auch der einzige. Also bis bald. Ja, da kann man ja auch schön sagen, dass man der Beste ist, ne? Rodonit-Stirnband. Traditioneller Kopfschmuck der Gerudo-Edelsteinhändler. Der eingesetzte Rodonit stützt den Träger mit der Kraft des Feuers vor Kälte. Ah. Ohrringe. Ist das dann auch quasi Kopfschutz? Oder was ist das? Eines der typischen Produkte der Gerudo-Schmuckgeschäfte, der Bernstein, enthält die Kraft der Erde und steigert damit die Abwehr des Trägers. Ist was? Sehe ich aus wie Freddy Krüger oder was? Bin ich so entsetzlich? Hey, du bist irgendwie ein ganz besonderer Voi, oder? Ja, ich habe Zwergengestalt, wie du siehst. Ich meine, weil die Wachen dich nicht verhaften? Also, was ist denn so besonders an dir? Siehst du das nicht? Ich laufe wie der letzte Vollidiot rum. Hey, Talia, du redest lieber nicht mit diesem Voi. Hat dir das Aschai nicht beigebracht? Junge Wei spricht mit Voi, schon das Glück wird scheu. Ich spreche nicht mit einem Voi. Ich kann nichts sehen, weil also weiß ich gar nicht, mit wem ich da rede. Ach, das ergibt doch gar keinen Sinn. Hör mir gut zu, Voi. Wie du ja mitbekommen hast, gibt es einige Regeln in dieser Stadt. Du kannst kommen und gehen, wie es dir beliebt, aber bitte hör auf damit, hier Unruhe hereinzubringen. Ja, ich bin nur nicht hier derjenige, der hier gerade jemanden stalkt. 1300? Wucher.
Was nehme ich? Gib mir ein Herz. Ah, ich kann 2. Ja, 9. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade gedacht, so, oh, ich kann nur einen einzigen mitnehmen. Noch eine Quiz? Saba. Oh, du musst dieser Voice sein, von dem man so viel hört. Eine Frage, interessieren sich denn hylianische Voice für Archäologie? Ich mag zwar nicht so aussehen, aber ich bin Archäologin. Oh. Und ich habe endlich die Inschrift auf diesen Monumenten entschlüsselt. Hier stehen vielleicht Sachen, soll ich dir davon erzählen? Stimmt, oder? Klar. Na, wenn du darauf bestehst, dann erzähle ich dir jetzt alles. Da hätten wir zuerst das hier, das linke Monument. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo, ihr Geheimnis wird auf 6 Monumenten bewahrt. Das steht da. Sehr viel Information. Und dann das hier, das Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo, ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldentum. So steht es da geschrieben. Ah. Als hylianischer Voice kannst du das nicht wissen. Aber wir Gerudo erzählen uns seit uralten Zeiten von den Kriegerinnen. Sie sollen die Gerudo beschützt und geleitet haben. Allerdings habe ich nicht sehr viele Informationen über sie gefunden. Außerdem ranken sich viele Mysterien um sie. Manche verehren alle 7, andere nur eine einzelne von ihnen. Wieder andere denken, es gab nur eine Kriegerin, während die nächsten glauben, es waren in Wirklichkeit 8. Es gibt unter den Gelehrten viele verschiedene Ansichten dazu. Der hier erwähnte einzig wahre Heldenmut stützt meines Erachtens die These von nur einer Kriegerin. Das allein ist schon eine unglaubliche Entdeckung. Aber wenn ich alle 6 Monumente finden könnte, fände ich bestimmt noch mehr über die Kriegerinnen heraus. Und diese Kugel, über die ich bei meiner Suche gestolpert bin, muss etwas mit der Sache zu tun haben. Irgendetwas. Wenn ich das herausfinde, werde ich zum Star der Archäologengesellschaft. Aber leider habe ich bisher nur diese beiden Monumente gefunden. Und da es an der Oberfläche keine zu geben scheint, müssen sie alle im Untergrund sein. Wenn ich nur irgendwie an die Texte auf den Monumenten gelangen könnte. Ein Bild davon würde mir schon reichen. Okay. Also durch die Gegend tingeln, irgendwo im Untergrund Monumente finden und Foto machen. Warum zum Geier ist hier unten eine Kanone? Was soll denn die Kanone hier unten bewirken? Letzte Verteidigung oder was? Ich glaube, das Ding kannst du noch nicht mal drehen, oder? Wirkt irgendwie sehr fehl am Platz. Mehr nicht? Oh, ich habe wohl das Gefängnis gefunden.
Ja, habe ich mir auch gerade irgendwie gedacht. Vor allen Dingen, wenn man... Hey, ich bin dieser große Streamer, mein Name ist der und der. Und dann postet man aber mit einem komplett anderen Account. Hä? Also, komm hier. Was machen wir? Machen wir einfach den hier. Und Tschüssikowski. Ja. Und wenn es dann kurz ist, dann hauen die einfach irgendeine Art von Link rein. Ist da noch was? Oh. Also falls ihr irgendwelche Tabs, Testobjekte braucht, ich stelle mich mal eben zur Verfügung. Warum sind denn die hier? Ach so. Aha, ja, hier. Eine Sekunde dachte ich, warum zum Geil ist hier ein Walross? Aber diese komischen Walrossartigen Dinger sind ja quasi die Fortbewegungsmittel hier in der Wüste. Teil der stummen Statuen. Naja, deine Frise ist auch seltsam. Ich wollte mir nur die Beine vertreten, da habe ich mich an diesen seltsamen Ort verirrt. Warum muss ich hier auch alles gleich aussehen? Da kann doch niemand mehr links von rechts unterscheiden. Angeblich wurde das alles hier vor ewigen Zeiten gebaut. Ich würde wetten, die Erbauer selbst haben sich hier schon dauernd verlaufen. Was soll das denn? Ist das dein Hobby, andere bei ihren Selbstgesprächen zu belauschen? Ach, du bist doch dieser Voi, oder? Als junge Wei hätte ich mich sicher vor dir erschreckt, aber in meinem Alter habe ich mich an Voi statt satt gesehen. Du bist sicher enttäuscht, dass ich so gelassen reagiere, hä? Huh? Tja, jedenfalls musst du mich jetzt entschuldigen. Ich habe Durst, da gehe ich vielleicht mal Richtung Bar. Ja, okay, dann viel Spaß, ich werde dich nicht aufhalten. Super. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade mehr oder weniger in einem Dungeon bin? Wird bis jetzt noch nichts angezeigt. Tollen Apfel im Sand gefunden. Kann man überhaupt hier versinken? Nö. Kostet aber verdammt viel Ausdauer. Aber sowas von, okay. Das war gedacht so. Ich wollte nichts anderes machen.
Hätte ich ja direkt weiterklettern können. Und hier oben ist nichts, wa? Scheinbar wohl nicht. Das muss ich doch bestimmt kaputt machen können, oder? Licht. Da, okay. Und was mache ich jetzt mit diesem Licht? Das fühlt sich gerade wirklich an, als wenn ich hier so mehr oder weniger in einem Dungeon wäre. Der aber gleichzeitig mir gerade nicht angezeigt wird auf der Karte. Soll das Licht da drauf strahlen? Schätze mal. Kann ich das nehmen? Nö. Gibt's dann irgendwelche Sachen, die reflektieren hier? War ja eine Bombe. Die Hitbox von der Bombe war aber ein bisschen größer als erwartet. Immerhin nicht gestorben. Alles hier Billigbauweise. Das Teil wird... Nee, das kann ich nicht gebrauchen. Ich muss... irgendwas hier rausholen. Dann nehmen wir das. Müsste jetzt gehen, oder? Ja. Yeah. Danke, Tulin. Vielen Dank, dass du auf den geschossen hast, in dem Moment, wo ich drauf schießen wollte. Ha, gibt ein Bauteil. Okay. Was ist denn jetzt hier gerade explodiert und warum habe ich dann... okay. Ah. Es ist extrem heiß. Was? Habe ich irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, verdammt. Das schützt garantiert nicht vor Hitze, oder? Nee.
Das ist jetzt natürlich blöd. Habe ich irgendwelche Klamotten, die zumindest da vorübergehend mich irgendwie verschützen? Eine Minute, ja toll. Das ist so ein Walross. Vielleicht gehe ich lieber nochmal nach unten. Und vielleicht sollte ich... Was sollte ich denn kaufen? Ich weiß noch nicht mal, was ich kaufen kann, weil ich halt nirgends wirklich was habe. Ich habe ganz vergessen, dass hier eine Plattform abgeht. Weil der einzige Händler, der mir gerade bekannt ist, ist halt... Für den Kopfschmuck. Und da habe ich bereits ja schon was an. Geht das eigentlich? Nee, war ja klar. Hätte ja sein können, dass man mit dem Schild was machen kann. Was ist denn das für ein Teil? Schätz mal, das ist ein Spiegel? Sag mal, alle Waffen, die ich hier habe, zerbrechen. Ich hab hier nur noch den letzten Schrott scheinbar. Stell dir erstmal so hin. Oder auch nicht. Ah, okay, also so rum. Aha. Muss auf jeden Fall höher sein. Wobei, warte mal. Das lädt auf. Pass mal auf, ist nur für die Quest von der einen Tante da wegen den Monumenten, wa? Ach, ein Knopf. Ja, wow, ich hab so viel... Ah, okay. Sagen, ich komme da in den Raum rein mit nichts drin. Gratulation! Du hast heiße Luft gefunden. Heiße Luft von vor ungefähr 300 Jahren. Ein Ventilator. Und noch so ein Reflektor.
Warte mal, kann ich mit dem... Oh, tatsächlich. Wo habe ich diesen Sandhaufen gesehen? Das war, glaube ich, in dem Brunnen. In dem Brunnen, bevor man hier in Gerudo-Stadt ankommt. Da müsste ich wahrscheinlich auch so einen Ventilator benutzen können. Ich weiß zwar nicht, was dann ich bekommen könnte, aber netter Hinweis, dass ich da was nutzen könnte. Hier? Nee. Mal gucken. Wahrscheinlich mache ich mir das gerade schwerer, als es überhaupt ist. Wow, echt jetzt? Echt jetzt, das bisschen? Das bisschen da hat das aufgehalten. Ach stimmt, ich könnte die wahrscheinlich zurückwerfen, wa? Ja, aber nicht mit dem Gesicht voran. Und ich habe nichts zum Heilen. Na super. Hä? Wo greifst du denn an? Da bin ich doch überhaupt nicht. Ah, verdammt. Wie, du kannst die Geister auffressen? Tatsächlich. Gar nicht, dass sie die Geister auffressen können. Ein Topas. Ein Ritterbogen. Angriffskraft plus 3. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht unbedingt so danach aus. Okay. Wo bin ich eigentlich, wenn ich hier nach draußen gehe? Irgendwo im Nirgendwo. Oh hey, da ist so ein Hase.
direkt neben mir so ein Hase. Schätze mal, hier ist dann theoretisch wohl nichts mehr. Was ist das gelbe Ding da unten? Ach, ein Topas. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder raus. Und guck mal, ob ich irgendwo an der Oberfläche vorankomme. Oder beziehungsweise irgendwo Klamotten finde. Weil in der Hitze kann ich nicht unbedingt gerade so gut überleben. Es sei denn, ich muss wieder irgendwelche Klamotten zusammenkochen, womit ich dann vielleicht eine Chance hätte. Ich glaube, ich konnte bei dem... Oh, da ist eine Kiste. Ich glaube, ich konnte vor Gerudenstadt irgendwas kaufen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war eigentlich. Aber hier drinne... Entweder habe ich hier noch irgendetwas drinne zu finden. Oder hier ist nichts. Und hier sind nur die komischen... Kopfverzierungsketten da. Wer sind die Teile nochmal? Hier bei ihr hier. Da habe ich ja nur quasi den Rodonit-Stirnband. Und das Teil, was ich ja gerade anhabe, wenn ich es finde, ist ja quasi auch ein Helm. Und macht, dass ich einen Hitzeschutz habe. Von daher... bringt das hier nicht viel. Aber falls hier noch irgendwo ein anderer Händler ist, dann ist die Frage, ob ich dann überhaupt die Kohle für habe. Ist der Wüstenbazar... das, was quasi vor Gerudestadt ist? Quasi... da hinten? Ah ja, da, ja, okay. Muss ich mal nachgucken. Ich weiß nicht mehr, was da im Angebot war. Die hatten da irgendwas verkauft, aber ich weiß nicht mehr was. Oder habe ich nicht von da mein Stirnband? Kann sein. Hey. Ja, du hast nur ein Stirnband. Ich verkaufe modische Kleidung direkt aus Gerudostadt. Suchst du einen Wüstenstirnschutz, dann bist du hier richtig. Früher war der für Void nur schwer zu bekommen. Meine Kleidung sieht nicht nur fantastisch aus, sie hilft auch gegen die Wüstenhitze. Warum sich nur mit einem Teil begnügen, wenn es die auch noch in anderen Farben gibt? Ja, ich brauche eher andere Teile, nicht andere Farben, aber okay. Ach stimmt, da war doch was mit diesem komischen Geheimclub.
Hat neben Kleidung der Wüstenserie auch noch andere seltene Sachen. Ich kann dir nur empfehlen, dir das mal anzusehen. Ja, da hatte sehr was gesagt, diesen komischen Gerudo-Geheimclub da, der da irgendwo in der Stadt scheinbar ist. Gut, dass ich nochmal hier war, damit ich daran erinnert werde. Mann! Ach, jetzt ist es arschkalt! Verdammt! Die Hose wieder an. Wo war noch mal die Stadt? Ich glaube da hinten, oder? Wait, bin ich die ganze Zeit in Gerudo-Stadt und habe komplett verpeilt, dass da oben irgendwo ein Schrein ist? Offensichtlich. Ich hätte mich zurückporten können. Ich Depp. Am besten gehe ich erstmal nach da oben hin, wenn möglich. Dann habe ich auch die Möglichkeit, gleichzeitig mich wieder voll zu heilen. Vorausgesetzt, ich sterb nicht im Schrein. Wobei, müsste es da nicht fast auf dasselbe hinausgehen? Eigentlich ja. Vergrabenes Licht. Na, wie praktisch, dass ich hier überhaupt gar keine Energie verbrauche. Ach so. Ich habe die Tür bemerkt gehabt, aber irgendwie nicht so richtig registriert. Okay.
auch gut, muss ich mich mit dem Typen nicht herumärgern. Was ist denn das für ein Gang? Oh ja, toll. What the? Was war denn das für ein Angriff? Vor allem, was willst du mit dem... was willst du mit der Waffe denn bitte anrichten? Außer wegschubsen ist da nicht viel. Liegt da noch mein Pfeil? Ja. Oh. Da an der Wand anbringen geht schlecht, ne? Ja, dachte ich mir. Fliegt das Teil? Nee, ne? Hätte ja sein können. Du weißt, vielleicht finde ich ja noch irgendwas hier. Ach so, nee, Quark, ich muss wahrscheinlich da rein, wa? Scheint so ein bisschen so. Verstärken zwei sich, wenn ich die da oben drauf lege. Tolles Deutsch. Wenn ich die stacke, wird er dann verstärkt? Ah, tatsächlich. Aber nur... Okay. Okay, so kann ich es gar nicht aktivieren. Und ich glaube, ich kann zwar das Teil davon abtrennen, aber das würde nichts bringen, weil ich glaube, das würde ich dann verlieren. Hm? Kann ich ja mal ausprobieren. Synthese rückgängig. Das sage ich ja. Ventilator ist dann weg. Hätte sein können. Oh. Und jetzt brauche ich den Ventilator, wa? Oh, shit. Das ist ja schlau gemacht von mir. Ne, ich hole mir keinen Ventilator raus. Habe ich nicht irgendwann mal versehentlich so ein Blatt mitgenommen? Ja, hier. Ja, mein Pony wird garantiert kommen. Hirnschaden, was irgendwo im Stall oder was weiß ich wo am Rumfliegen ist, wird garantiert hierher kommen. In dem Spiel, wo scheinbar Pferde überhaupt gar keinen Nutz mehr haben. Ja, ich pfeife den Sand weg, ja. Holzpfeile. Kann ich dann so ein bisschen versuchen, wie hier der Rattenfänger von Hamel, kann ich einfach mal eben pfeifen und die ganzen Sandkörner kommen mir nach. Oder hauen ab, wegen meines schlechten Gesangs. Hä? Ach so. Okay.
Das war ja irgendwie enttäuschend. Da ist ein Gegner drin, oder? Ah, ne, doch nicht. Ich vermute mal, dass ich das hier oben hinstellen soll. Weiß zwar nicht genau, warum da oben gerade, aber... Huh. Es sei denn, ich soll hier oben irgendwie den Venti hinstellen. Ne, Quatsch. Wozu habe ich den Ventilator? Warte mal, das ist doch innerhalb von dem Raum. Wo ich Dingensbums habe, hier, blub. Komm grad nicht drauf. Segen. Ja, ich muss es eher da vorne hinbringen. Weißt du, schon irgendwie witzig. Durch das Gitter kommt es halt ohne Probleme durch, aber wenn du da so einen Überrest von einer Wand oder ähnliches hast, was dann den Lichtstrahl zur Hälfte von unten blockiert, geht das Licht gar nicht weiter. Das ist schon irgendwie unsinnig. Ah, vielleicht hier. Unten? Keine Ahnung, für was der Vent hier ist. Wird bestimmt auch für irgendwas toll sein, aber... Na dann? Gib mir meine Gesundheit wieder! Du bist eine Saftpresse für meine Gesundheit. So, dann haben wir ja jetzt den Schrein, dann kann ich ja jederzeit mich wieder zurückporten und jetzt kann ich Dingensbums suchen gehen. Diesen Geheimclub.